Hallo Leute und damit herzlich willkommen zum heutigen Livestream mit Ocarina of Time Gold Quest. Es geht wieder weiter im Schattentempel und ja, wir hatten immer noch das Rätsel hier, was wir noch nicht lösen konnten. Erstmal Hallihallo an alle und auch an alle, die später nachträglich auf YouTube zusehen. Schwarz, schneller, pünktlich, Zug, was? Kitsune, was möchtest du mir sagen? Ja, ich hoffe, man kann alles sehen und hören und das auch noch in einer ausgezeichneten Qualität. Und da wir den Stream gerade begonnen haben, drehen wir erstmal das Glücksrad oder auch Death Wheel genannt. Und ja, gerade jetzt ist es auch für mich ein bisschen Glück. Wunderbar. Ich würde sagen, liebe Leute, wir versuchen mal das Rätsel zu lösen. Ich habe mich tatsächlich mal offscreen ein bisschen informiert und hoffe, dass ich dementsprechend richtig liege, was ich da gesehen habe. Was? Glück gehabt? Ja. Manchmal muss man auch ein bisschen Glück im Leben haben. Ja, heute ein bisschen Special Edition, ne? Wir sammeln heute keine Zeit quasi, wenn ich meine Dinge nicht einhalte. Und meine Death-Strafen nicht einhalte. Denn heute habt ihr quasi als Chat bestimmt die Strafe gewotet, dass wir bis 21 Uhr streamen und dafür alle Strafen quasi ins Leere gehen. Natürlich werde ich mich immer bestens daran halten, trotzdem alle Strafen zu erfüllen. Und ihr Ederdamm bekam einen Sponsor. Ah, Kitsune, dankeschön. Vielen lieben Dank. Ja, wir müssen gerade nochmal diesen schrecklichen Weg hier zurücklatschen. Und Kitsune möchte direkt mal drehen. Na geil. Danke, Kitsune. Danke für mein Pech. Ich danke dir. Kein Schild. Ja gut, aber kein Schild ist noch, glaube ich, ganz liebenswert. Ich bin gerade am Überlegen. Wahnsinn. Wo bin ich denn jetzt gelandet hier? Mann! Schnell weg hier. Kein Schild ist okay. Kein Schild ist okay. Zumindest erstmal. Das war auch schon wieder scheiße hier. Ja, das war doof. Bin ich wieder am Anfang, ne? Okay, warte mal. Ich habe einen anderen Plan. Pass auf. Wir kamen ja von hier. Genau. Und der Alcazar verschenkt auch noch mit Mitgliedschaft. Ihr wollt mich heute leiten sehen, oder? Ich denke schon. Hi Chris. Wir aktivieren erstmal kurz das Ding hier. Oh? Möchte denn lieber Alcazar denn auch schon drehen? Return to the Warp Point. Disable the Warp Point. Und dann aktivieren wir hier mal kurz den Warp Point. Dann gehe ich zurück in den Raum. Aber ich glaube fast, dass ein anderer Weg besser ist. Ich bin mir gerade nicht ganz so sicher. Auf jeden Fall, ich will nochmal in den Raum zurück. Wo man auf dieser fetten Brücke ist und die Augen einen abschießen. Falls ihr wisst, was ich meine. Ich muss nur gerade mal überlegen, wo der ist. Ja, genau. Hier. Hallo Soul Reaper. Oh Gott, das war schlecht. Ach, guck mal. Hä? Waren wir hier noch gar nicht drin? Wir waren hier noch gar nicht drin. Warum waren wir hier nicht drin? Sind wir da einfach vorbeigelaufen? Sind wir doof? Hey, wir waren doch schon auf dieser Brücke. Haben wir diesen Raum gekonnt ignoriert? Oder hatten wir zu dem Zeitpunkt keinen Schlüssel? Aber eigentlich schon, oder? Ich bin gerade sehr verwirrt. Ja, wir bekommen auf jeden Fall Bomben. Und hier hinten haben wir einen Schalter. Ich habe auch gerade das Schild kaputt gemacht. Das war ja schlecht. Ich wollte nochmal auf das Schild kurz gucken. Wartet mal kurz. Natürlich sind die alle wieder da.
Warte mal, mal gucken, ob ich das schaffe, ohne das Schild kaputt zu machen. Wahnsinn. So, guck mal hier. This switch activates Hookshot Towers throughout the dungeon. Irgendwo im Dungeon. Und das genau ist nämlich der Punkt, wo es jetzt hier weitergeht, Leute. Genau das ist der Punkt. Ja, lieber Algazar, möchtest du denn deinen... Oh, hier ist eine Kuh. Ist gerade eine Kuh erschienen? Was ist denn hier schon wieder los? Möchtest du deinen Dreh denn aktivieren, oder? Wie schaut's aus? Hä, jetzt ist die Kuh wieder weg. Wo ist die Kuh hin? Hier passieren sehr merkwürdige Dinge. Ich wollte bei der Kuh nochmal kurz... Hallo? Ach, durch die gesamten Dungeon. Ah, alles klar. Jetzt ist die Kuh unsichtbar. Was ist denn hier nur los? Die Kuh ist unsichtbar geworden. Das gibt nur Fegefeuer. Ja. Ja, okay. Das war eigentlich auch schon der krasse Punkt. Ich caste mal das eben. We return to the Warpoint. Und jetzt ist hoffentlich ja, der Hookshot Point nach oben gefahren. So, und damit haben wir nämlich das Rätsel auch schon gelöst. Ja, aber das muss man halt erstmal wissen, ne? Und irgendwie, ich bin sehr verwirrt. Ich dachte, wir waren in diesem Raum. Haben wir den ignoriert? Sind wir da einfach vorbeigelaufen an diesem Raum? Leute, ich bin sehr verwirrt. Warum haben wir das getan? So, tschüss. So, auf jeden Fall sind diese Hookshot-Punkte jetzt höher. Sollten sie zumindest. So, und jetzt müssen wir uns irgendwie versuchen, da hochzuziehen und hängen zu bleiben. Und jetzt läuft der Haken nämlich auch. Du musst oben an den Hakenpunkt auf das Ding stehen und nach links laufen, kommst du weiter. Ja, ja, das weiß ich ja jetzt. So. Jetzt geht's endlich weiter, Leute. So, jetzt ist halt die Frage. Kann ich mich darüber ziehen? Das geht. Du hast dich immer leicht ablenken lassen. Hä, aber wir sind da nicht. Wir sind nicht in diesen Raum reingegangen? Echt? Hab ich irgendwie gar nicht mehr im Kopf gehabt. Also der liebe Algazar. Okay, das Boot ist aber trotzdem nicht da, wo es sein sollte. Ich dachte, wir sind dann direkt jetzt da, aber nö. Okay, das heißt, wir müssen trotzdem kämpfen. Aber das ist ja nicht schlimm. Scheinbar müssen wir auch zweimal kämpfen. Der liebe Algazar hat immer noch nicht geantwortet. Möchte er denn nicht jetzt drehen oder noch nicht? Er. So. Spielen wir mal Zeldas Wiegenlied und dann müsste das Ding ja eigentlich losfahren. Kannst du dem Boss zeigen, wie man den auch mit den Eisheiligen besiegen kann? Ja, das hat ja nicht so geil geklappt. Okay, das Boot scheint keine Verwendung aktuell zu haben. Dann, hier drüben habe ich gerade gesehen, da können wir wahrscheinlich die holen, oder? Hab schon geantwortet, egal, noch kein Dreh. Hä, wann hast du geantwortet? Ich habe es nicht gesehen. Vielleicht funktioniert der Chat nicht richtig. Kann sein, dass er die Übertragung irgendwie nicht so richtig hinhaut. Oh, reicht das? Ja, ganz knapp. War nur ein Icon, ach so. Okay, was jetzt? Jetzt ist schon wieder hier, das ist vielleicht Auge der Wahrheit? Jawohl, okay. Alter, hier kommen schon wieder ganz neue Elemente. Oh Gott, nein. Sind wir jetzt wieder am Anfang? Oh, leck mir am Arsch, ey. Oh, nö. Okay, wir müssen uns sehr konzentrieren. I see. Ah, Mann.
Okay, auf ein neues. Auf ein neues. Egal, noch kein Dreh. Oh, du Penner. Warte mal kurz. So. Ich muss doch mich ja hochziehen, lieber Geist. So, hättest du das nicht gemacht, dann würdest du jetzt noch leben. Aber naja. Man kann ja nicht jeden belehren. So. Okay, auf ein neues darüber. Wir sind eigentlich ganz gut klargekommen bis jetzt. Ich hoffe, es bleibt so. Und ich hoffe, ich falle jetzt nicht wieder an dieser Stelle runter. Das würde mich sehr traurig machen. So. Ja, der Ultimate Trial werden wir auf jeden Fall auch noch zocken. Bin ich mir relativ sicher. Habe ich ziemlich Bock drauf. So. Wir machen nochmal die Vogelscheuche. Und jetzt müssen wir uns ein bisschen konzentrieren. Damit das nicht nochmal passiert hier. Was da gerade passiert ist. So, okay, die bewegen sich da von links nach rechts, oder? Rauf und runter. Ja. Die Konzentration ist heute sehr ausgeprägt. Ich merke schon. Oh Mann, langsam muss ich mich ein bisschen zünen hier. Durch den ganzen Fallschaden bekomme ich langsam wirklich viel Schaden. Oh, und ich glaube, ich muss gleich niesen. Ach ja. Ah, Heuschnupfen geht aktuell mal wieder durch die Decke bei mir. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ob ihr auch so Allergieprobleme aktuell habt. Aber der, der es kennt, weiß, es ist die Hölle. Es ist einfach die Hölle. Zum Wohl. Dankeschön. Dankeschön. So. Nee, das ist zu knapp. Oh Gott. Warst du nicht irgendwie letztens krank? Irgendwie hast du was mit der Stimme im Video gesagt. Nee, das ist auch alles. Hat auch alles mit der Allergie zu tun. Alles Allergie. Oder meinst du das, wo das Stream ausgefallen ist? Da hatte ich gar keine Stimme. Aber das war nicht, weil ich krank war. Da hatte ich einfach keine Stimme. Das, mir ging es ja sonst gut. Das wäre nur ein sehr stiller Stream gewesen. Eine gute Besserung trotzdem. So Leute, ich habe jetzt... Jetzt habe ich es im Urin. Jetzt, jetzt wird's was. Hä, warum... Das ist da zu weit weg. Pass auf. Jetzt landet man genau auf der Plattform, sagte er. Okay, das war schon mal gut. Aber da oben sieht mir dann eher für einen Longshot was aus, ne? Ich glaube, ich würde... Oh Gott. Boah, was ist denn das für eine Scheiße? Das ist ja... Ist ja ein richtig ekelhaftes Timing. Aber da komme ich nicht hoch. Da muss ich aber noch mal hin. Da ist eine Skulltie, habe ich glaube ich gerade gehört. Boah. Hä? Also ganz ehrlich, das ist ja... Ich will aber auch nichts falsch machen. Was erwartest du von dem Heck?
Also ich glaube, ich muss jetzt in dem Moment, wenn er wieder vorgeht. Jetzt? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ja. Das war gut. So, was ist das jetzt? Ich glaube, da muss ich da hoch an die Fackel. Ich stelle mich mal kurz an die Ecke. Wäre jetzt zumindest meine Intention, dass ich da hoch muss. Oh Gott. Was erwartest du von dem Heck? Okay. Das war gut, das war gut. Okay. Ja, der ist halt gemein, ne? Gemein gefährlich ist der. Boah, ich habe gar keinen Bock, das alles dann nochmal zu machen. Deswegen, wir müssen uns echt konzentrieren. Okay. Timing hat gestimmt. Ich passe hier auch lieber nochmal auf. Ganz ruhig. Wir haben alle Zeit der Welt. Das Stream geht heute bis 21 Uhr. Wir haben alle Zeit der Welt. So. Okay. Das wäre soweit erstmal safe. Ich hätte aber gesagt, wir gehen erstmal schnell durch die Tür und machen Farores Wind. Einfach damit wir hier safe sind. Das ist mir, glaube ich, ganz lieb jetzt. Das wäre mir echt lieb. Deswegen einmal hier Farores Wind. Das ist genauso ein Trollhack wie Parallel Worlds. Nur der hatte wenigstens eigene Grafik und Levels. Hey, komm, die sind auch ziemlich viel, haben die hier angepasst an dem Spiel. Muss man schon sagen. Oh Gott. Gar keinen Bock auf die Viecher. Okay. So, der... Oh ja, Mana. Mana ist gut. Jawohl. Sehr schön, sehr schön. Und viel Mana. Gerne, gerne, gerne. Gerne wieder. Okay. Wir sind hier an der ersten Tür. Ich glaube fast, es bringt jetzt auch gar nichts, die so unbedingt zu besiegen, weil die kommen ja eh gleich wieder. Deswegen, wir gehen jetzt einfach mal hier rein. Da haben wir auf jeden Fall eine Skulti. Oh Gott, du magst Gold nicht. Algazar mag den, glaube ich, nicht so, oder? Den Heck. Ich finde ihn eigentlich echt cool. Aber er hat halt auch viele... Oh, shit, ey. Ich hasse diese Hände, ne? Das sind... Alter, wie... Ja! Gott, ey. Warum sind die so stark? Habe ich alle? Ja, ne? Jetzt kommt der Zombie um die Ecke. Was ist denn mit diesem Zombie? Gott, ey. Meine Güte, ich hau mir mal schnell eine Milch rein. Ja, es ist halt, es ist halt sehr darauf ausgelegt, dass man aufs Maul bekommt, ne? Dieser Heck. Das kann ich schon verstehen beim Alcazar. Da finde ich auch, sag ich mal, ein Heck, der fair ist und ja, finde ich dann besser und der eigene Elemente einbaut und eine eigene Story und trotzdem schwer ist, aber halt nicht solche krassen Dinge hat wie irgendwelche überdimensionalen Jump-Parts und Dinge, wo du einfach nur die ganze Zeit weggehauen wirst. Kann ich schon verstehen. Spaß macht's mir trotzdem. Spaß macht's mir trotzdem, gequält zu werden. Haha. Okay. Ja, siehst du, geht's hier nämlich gleich los. So, 1, 2 und 3. So, dann mal den gleich down. Das gefällt mir gut. Da hinten können wir gleich die nächste Tür aufmachen. Hey, so viele Schlüsseltüren gibt's doch gar nicht mehr, oder? Sehe ich gar nicht.
So. Hier macht doch alles Spaß, was wir mit Ocarina of Time zu tun. Und das stimmt natürlich. Voll fair gequält, ja. Die Schatzkiste. Das sieht mir aus wie eine Falle irgendwie. Okay. Hab nichts gesagt. 129 schon. Sehr schön. Okay, hier muss es ja noch irgendwas geben, oder?